uns immer noch auf dem Friedhof. Und Kari versucht jetzt mal, weil sie an der Maus sitzt, hier nochmal die beiden Grabräuber zu beeinflussen. Aber das geht anscheinend nicht. Nee. Vielleicht müssen wir erst den Flachmann finden. Ich bin die Jule und sitze hier nur so daneben herum. Und helfe Kari bei ihren Ermittlungen. Da kommst du leider nicht durch. Du musst bestimmt hinten rum. Du ein Käsekram. Und wir folgen ja eigentlich immer noch Sophia. Creepy Kid. Die das da ist. Bleib stehen oder kommst auf die stille Treppe. Ich sag dir das. Die Wuthöhle, hier kannst du doch durch. Nö. Warte, klar, hier musst du aber durch können. Oh, 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 oh. Was das? Was Busch, das? Was kann das? Was macht das? Es ist ein Graffiti. Nämlich ein Glockenmord-Graffiti, das vermutlich nicht das Werk des Mörders selbst ist. Gefahr des Kultstatus an... Was? Officer in der Nachbarschaft weitergeben. Ach so. Ach so. Okay. Oh, okay. Mein Gott, immer diese Polizeisprache. Sprich doch in Sätzen. Kannst du durch? Das ist ja... Das ist eigentlich eine... Nein, kann ich nicht. Auch hier nicht. Kanonen. Nur durch die Tür. Durch die Tür. Und hier kommen wir ja auch nicht durch. Oh, ich will da hinten hin. Was ist denn mit ihm? Sie? Was mit ihr? Hi, alles gut? Rückenschmerzen? Irgendwo, da stand mal mein Name. Was macht ihr da? Vielleicht kann ich helfen? Beides gut. Sag. 3. Okay, warte kurz. Ja. Ein bisschen Geisterschleim draufspucken. Ein bisschen Wischi-Wischi. Waschi-Waschi. Drück doch einfach F. Okay, hier ist so dunkel, hier wird es wohl nicht weitergehen. Wisch-Wisch-Wisch. Da hinten? Ja, da müssen wir aber erst hier. Ui, voll die Versammlung. Da hat der Ball in der Hand. Hier, erstmal hier. Ja, ja, ja. Ah. Oh. Warum Ronan Cop wurde. Ronan. Gedanken von Julia. Mal wieder. Ronan war heute ungewöhnlich philosophisch. Sonst sagt er solche Dinge nicht, aber er sprach immerzu von Karma und wie er sich von seinen vergangenen Fehltritten reinwaschen müsse. Ich nehme an, er meint die Verbrechen in seiner Vergangenheit und deswegen muss er Cop werden. Um zu sühnen, sagt er. Es war der einzige Weg, den er sah. Ach, 20 von 8, wir sind ja, so gut. Ja, ja, ja. Oh, wuff. So. Willst du erst den Hinweis da oben holen? Du kommst da noch nicht rum, ich sag es dir. Er hat gerade irgendwas. Aha. Mhm. Was ist denn da passiert? Dieser Mann, die weiß doch kein bisschen über den Friedhof. Recht alt. Los, Mama. Gleich. Machst du nicht bitte zurück? Wo ist das? Ach, toll. Haarkranz. Ah ja, ein Haarkranz. Zum Aufdecken der Geschichte brauchen wir noch 12. Das werden wir nicht schaffen. Sex. Ja, dich. Achso, ja, du machst so. Ah, auch schön. Huch. Ist doch Obama, hä? Besser als Trump. Wie kriege ich denn jetzt den, Fuzzi? Musst du nochmal zurück? Da war doch gerade irgendwas. Gerade was. Da war es drauf. Hä? Da war es gewesen. Da. Ah, sehr gut. Nein, niemals. So, jetzt hier Fräulein Ische. Ups, jetzt ist es wieder weg. Nee. Machst du von hier.
Immer. Nochmal. So, was hast du denn jetzt für Probleme? Wie er da steht mit seinem Hackbeil. Hast du ein Problem? Hat noch jemand Hunger? Oh, ich will die arme Pizza, die wir nachher bestellen. Schweine sind ja bekanntlich Allesfresser. Ja. Geh doch mal, kannst du da hochgehen? Mach ich sofort, da müssen wir auch hin. Da geht's nämlich zu Quarantine Rich, oder wie auch immer das heißt. Kannst du noch F drücken? Also da hoch? Nee, okay, gut. Weil es hier schon wieder ist. Ja. Ich dachte, das wäre was zum Aufdecken. Gut, denn nicht. Bitte nicht noch mehr. Ach, guck. Das sieht gut aus. Das ist eine Plakette. Juhu. Yay! Die Geldfieber... gelb. Es gab sowohl das eine als auch das andere. In dem Fall, weil wir dem Krankenhaus ja auch nah sind, die Gelbfieber-Gedenkplakette. Viele tapfere Arbeiter aus Salem, die den Panama-Kanal möglich machten, der den Welthandel veränderte. Oh Gott! Bitte noch einen Schachtelsatz mehr. Starben 1904 in dieser Einrichtung am gefürchteten Geldfieber. Naja, das Geldfieber. Da freuten sich die Ärzte, denn sie hatten Geldfieber. Stimmt, vermutlich. Wann hier? Oh, eine Amputation, meine Damen und Herren. Ganz frisch vom Stapel gelassen. Kommen Sie ran, können Sie rausgucken. Da steht denn hier so ein Stühlchen, ne? Da drin ist aber einiges los. Ach so. Ach nee, kann ich nicht. Uiuiui. Oh. Uiuiuiui. Wer ist er denn? Moment, wir arbeiten uns durch. Klamotten. Klamotten. Medikamente. Mist. Betten. Kissen. Decke. Alles voller Kekskrümel. Beobachten. Das ist doch gut. Dr. Trotters Befunde. Buah. Na, Prost, Mahlzeit. So, habe ich jetzt... Achso. Kreuzhusten. Wessen Hand ist das? Ich fände ja beide gut, ich aber... Ich auch. Ach, meine Ohren. Was war das Dr. Trotters Befunde? Ja. Ich würde auch gerne wissen, wessen Hand das ist. Ja, aber dann bin ich für wessen Hand ist das, weil das Buch kennen wir. Also haben wir ja jetzt schon Der guckt ja auch nicht umsonst in das Buch. Also ich bin für... Ja. Nee, früher war es Wissenschaft. So war es doch früher. Ja, genau. Ja. So war es doch früher. Genau so war es doch früher. Ich habe jetzt mal eine Frage. Nur für die Theorie. Wenn du jetzt nochmal E drückst. Das gleiche raus aus meinem Kopf. Ich glaube, wir haben es schon mal ausprobiert, weil es ganz zu Anfang. Ja, genau. Okay. Weil es ganz zu Anfang nämlich nicht ging. Aber das irritiert mich, dass es immer noch dasteht. Ja, ich wollte es aber auch, genau das wollte ich auch gerade ausprobieren, weil ich dachte, können wir nicht das andere einfach noch. Ich würde mal sagen, das heißt kein Durchgang, oder? Was ist das denn hier? Mach mal aus, das blendet. Oh, hallo! Ach, kann ich überhaupt durch? Wie kann ich da nicht durch?
Das Weil Holz. das so was Vergangenes ist. Das ist doch alles Vergangenes. Dieses Drama. Was war das für ein Ort? Warum sind die Leute krank? Ja, Gelbfieber, das wissen wir Das ja wissen nun. wir ja schon. Also was war das für ein Ort? Immerhin wissen wir das noch nicht. Ein Krankenhaus. Eine Forschungsstation. Naja, er war doch Dr. Trotter, oder was? Ja. Ja, es geht tatsächlich Okay, nur ja, es einmal. geht tatsächlich nur einmal. Ja, gut, Schlachthaus, lecker, geil. Braver Doktor. Aber ganz im Ernst, wenn sich. Also. Nee, ich fange die Diskussion jetzt nicht an. Oh Gott, bitte dreh dich nicht um. Oh Gott. Davon träume ich heute Nacht. Ist sie verbrannt oder was ist denn mit ihr? Mann, was hast du denn? Oh mein Gott, noch eine Taste mehr. Halte linke Maustaste gedrückt, um eine Zielmarkierung anzuzeigen. Bewege die Markierung mit der Maus. Lasse linke Taste los, um zu teleportieren. Drücke nee, linke Taste, um Maus zu tasten. Um Maus zu tasten. Um loszutasten, genau. Tasten wir mal also, los. Linke Maustaste gedrückt halten. Nee, Moment, wir wollen da rüber. Es lädt gerade. Ja, ich will erstmal probieren. Wir wollen da aber rüber. Ja. Wir wollen aber Wieso da rüber. Geht das da nicht? Ja, weil du da nicht durch kannst. Weil das zu weit weg ist. Ah, ja. Und jetzt mal darüber. Is this working? Ja, ich wollte hier noch kurz gucken. Moment, das können wir jetzt beschleunigen. Wuhu! Voll cool, die Mann. Weißt du, da drüben was übersehen, ne, wa? Nö. Ja, da ging. Kannst du da durchgehen? Na toll, jetzt können wir auch zurückgehen. Ja, wo das bin ich ist jetzt ja. Gelandet? Ach, außen vor. Es ist ja immer Sinn des Spiels. Ah. Darüber bestimmt. Es ist ja immer Sinn des Spiels, dass du, also bei ganz vielen Spielen, dass das du dann hinterher, nochmal, ja. Genau, dass du, wenn du alles kannst, nochmal die Sammelobjekte und so weiter einsammeln kannst. Na guck, das zum Beispiel. Julias Gedanken. Neues Gerechtigkeitstattoo. Ein weiteres Tattoo auf seinem Rücken. Eine weitere Frau, aber zum Glück eine abstrakte. Justitia, mit der Waage, aber ohne die Augenbinde. Ich fragte, was sie bedeutet und zum ersten Mal sagte er, wolle nicht darüber reden. Ich kann nur annehmen, er hatte einen traumatischen Gerechtigkeit-ist-nicht-blind-Moment. Vielleicht öffnet er sich später. Gerechtigkeit ist auch nicht blind. Da unten war noch was. Da so. Na, das läuft ja 1A. Ach nee, da. Ah, ja. Ja, geilot! Endlich mal was Sinnvolles. Ja, ein Haarkranz. Mensch. Nee, ich meine mit dem Teleportieren. Ich glaube, du musst wieder zurück nach oben. Yep. One to look here first and then I... Nee. Mhm, ja. No. Ist das ein Nachttopf? Nein, das ist nur ein Eimer. Da hat irgendwas gerappelt, oder? Hier ist ein... Oh. Ja, wow. Das, Kannst du das andere auch beobachten? Das hat ja alles mit dem Arzt zu tun, denke ich mal, das Beobachten. Nee, okay. Bett. Hat wohl auch. Also auf die Seite habe ich auch schon geguckt. Was war hier? Rappelt irgendwas? Ja, das war da drüben. Du warst doch hier. Nee, okay, dann war es nur eine Spielmusik. Robbelt nix. Nee, so wie damals dieses, weißt du, was ich meine? Ja, diese Kanister. Diese Kanister. Was ist denn jetzt? Schneller so übersehen gehen. Übersehen wir doch ganz viele. Oh Gott, mir wurde dann schwindelig. Auf die Kiste. Hm. Wo musste ich jetzt hin? Jetzt habe ich die Orientierung verloren. Da, rüber. Ach ja. Jo, und hier lag der Zettel, genau. Da warst du also. Und jetzt müssen wir, weiß ich nicht. Ich auch nicht. Vielleicht war unten ja auch richtig. Ich wollte gerade sagen, vielleicht war das jetzt gar nicht so verkehrt. Upsi. Passiert ja nicht so viel, wir sind ja schon tot.
Verdammt. Ging's da links weiter? Nee, auch nicht. Achso, das war die Treppe. Treppe ist da. Wo ist er denn hin? Wo kommen wir denn hier raus? Ah, da. Guck mal hier. Da saß jetzt sind wir hier, jetzt sind wir hier hinter. Aber hier war doch was gewesen. Das hatten wir doch gesehen von der anderen Seite. Das war woanders. Hier sitzt die Olle. Okay, war das woanders? Na gut. Da blitzelt was. Ah. Vielleicht war es das. Ja, das kann sein. Ja, erneut Julias Gedanken. Ein neues Rosentattoo diesmal. Oh. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ein neues Tattoo an Ronan. Es ist nett, dass dieses nichts mit Verbrechen oder Gewalt zu tun hat. Es ist tatsächlich für mich. Oder für uns. Zwei verschlungene Rosen direkt über seinem Herzen. Ich schätze, er plant, dass unsere Beziehung ewig hält. Etwas verrückt, dass er es über das Tattoo seiner Eltern hat stechen lassen. Naja, das Böse mit dem Guten auslöschen. Irgendwann ist ja auch kein Platz mehr. So, was haben wir denn hier? Ein leeres Bett und? Ja, Schwester Hildegard und Patient X. Ich bin ein Geist, aber mir tut alles weh. Schwester Hildegard ist neu. Ja. Oh, Schwindsucht. Nö, Gelbfieber. Die sind alle angezogen. Ja, verrückt. Ach, mit dem kann ich jetzt reden. Hallo. Jo. Ich wüsste nicht wie. Komm, mach tot. Ja, der stirbt. Der leidet dich nur. Na, und sie? Sieht aus wie Carla, ey. Ja, die Pest. ja. Ja, es ist immer die Pest. So geht es, so kann es sein. Folge vorbei. Und die Pest greift um sich. Es ist ja Gott sei Dank nicht die Pest. Nur das Gelbfieber. Ja. Na, Schnäppchen. Da gucken wir dann mal, ob wir in der nächsten Folge ein Heilmittel gegen finden. Ja, eine Waffe oder so. Der stirbt doch eh, hast du doch gehört. Euthanasie. Nein, gut, bis zur nächsten Folge.